So, Freunde, Videoschiedsrichter hat zugeschlagen. Kein Tor. Yo, was geht, Freunde? Meteor am Start zusammen mit dem Yannick. Yo. Und dem 31er, dem Memo. Und ihr seht schon, wir sind unterwegs. Wir sind heute im Signal Iduna Park. Mein Onkel haben wir auch mit dabei. Der ist heute der wahre 31er, der ist nämlich hier in Dortmund mit dem Leverkusen-Trikot. Wir sind heute hier im Stadion bei Konami. Vielen Dank an dieser Stelle für die Einladung und wir schauen uns das Spiel heute an. Und ihr kennt es ja, Stadion-Vlogs nehmen wir euch immer wieder mit. Und wir schauen mal, was heute so passiert hier. Wir sammeln direkt mal die Tipps hier ein. Wie geht's aus? Ich sag 2-2. 2-1. Leverkusen. Ich sag 3-0 Dortmund. Ich bin optimistisch für Dortmund. Und ich habe mit meinem Onkel um 10er gewettet. Das heißt, ich muss für Dortmund heute sein, weil er ist natürlich für Leverkusen. Schaut euch mal das Trikot an. Richtiger King. Also Freunde, wir nehmen euch mit. Beste Sicht. Und mal schauen, wie das Spiel hier ausgehen wird. Lasst einen Daumen hoch da, schreibt einen Kommentar und checkt den Yannick auf YouTube ab und den Memo, den 31er, auf Instagram. Ne? Auf jeden Fall. Long run now, red Corvette and my drop top down, calling up my digits in my Motorola, and I'm speeding like I robbed someone, falling and I'm a whip, yeah, out in fat facts, going hard in the pit, yeah, yeah, I still ball in the pitch, yeah, something wrong with the picture, something is wrong with the way, and I don't know why you need to lie, something is wrong with the way. And I don't know why. How do you get by? Oh, Freunde, die Sonne strahlt uns ins Gesicht. Janik, gönnt sich noch Eis? Normal. Ja. Und der Memo hat gekleckert. Gar nicht. Memo, ich glaube, das wird ganz fies heute. Mindestens drei. Ja, Freunde, gleich geht's los. Und die Südtribüne hat ein interessantes Plakat ausgepackt. Kein Wille, keine Leidenschaft, kein Mut, keine Mannschaft. Ja, Kritik kann man auch so äußern, ne? Also schon hart, finde ich. Ja, wie gesagt, ich überlege mir vielleicht meinen Tipp nochmal. Schon 1-0 machen. Patrick! Freunde, 2-0! So, Freunde, Videoschiedsrichter hat zugeschlagen. Kein Tor. Läuft. Ja, Freunde, an dieser Stelle möchte ich den Vlog unterbrechen, beziehungsweise möchte ich diese Szene nutzen, um mit euch über ein Thema zu diskutieren, worüber ich schon oft diskutieren wollte mit euch, zum Beispiel auf meinem Zweitkanal oder so, aber jetzt bietet sich das einfach an und zwar geht es um den Videobeweis. Ich meine, in diesem Fall war es ja richtig, war es korrekt, aber ich möchte oder wir möchten gerne wissen, was ihr vom Videobeweis haltet. Also findet ihr ihn gut, so wie er momentan ist, oder findet ihr ihn scheiße? Schreibt das mal gerne in die Kommentare und ich werde jetzt meine Meinung dazu ein bisschen erklären, weil ich zum ersten Mal im Stadion war, wo der Videobeweis auch tatsächlich aktiv eingegriffen hat, beziehungsweise der Videoschiedsrichter. Ah ja, Freunde, folgt uns auch gerne auf Instagram, Links in der Videobeschreibung oder auch jetzt eingeblendet, denn da verpasst ihr nichts. Und das Lustige war wirklich, da war ein Kollege gestern, der ist sogar beim Spiel eingeschlafen. Das seht ihr auf Instagram, folgt uns da und das ist zu lustig. Also, habt ihr schon mal gesehen, dass ein Typ im Fußballstadion einschläft? Ich habe es jetzt zum zweiten Mal gesehen, tatsächlich, aber bei 80.000, da kann man doch nicht einfach schlafen, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich habe mich in dem Moment gefreut, nicht weil ich Dortmund-Fan bin, sondern weil meine Wette gegen meinen Onkel und so weiter aufging und ich habe ja auf Dortmund getippt an dem Tag. Ob der Videobeweis jetzt wirklich einwandfrei funktioniert, ich wage das zu bezweifeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so wie er momentan ist, finde ich ihn absolut sinnfrei, weil er nicht gut läuft. Ich meine, wenn er mal ab und zu oder einmal von 50 Fällen daneben greift, okay. Aber wir hatten so oft schon Situationen, wo es meiner Meinung nach absolut nicht geht, was da
abgeht. Und da brauche ich euch keine, nicht jetzt die Beispiele nennen, ihr wisst, welche ich meine. Und das kann es nicht sein. Und du sitzt im Stadion, du freust dich quasi als Fußballfan und dann kommt dieser Videobeweis und du kannst die Szene manchmal selber sehen. Das ist das Schlimmste. Das heißt, diese Sache ist im Stadion einfach untransparent. Es müsste einfach meiner Meinung nach so gegeben sein, dass man im Stadion selber auf dem Videowürfel oder auf der Videoleinwand diese Szene selber nochmal sehen könnte. Weil du bist als Fan im Stadion und denkst dir, ja gut, wurde jetzt so entschieden. Ist ein bisschen bitter meiner Meinung nach und man müsste es oder man könnte es besser lösen. Genauso gibt es ja Situationen, da war glaube ich Schalke, hat das mal gepostet gehabt, Regelauslegung, einmal gab es einen Elfer, dafür ist der Naldo in der Grätsche so die Hände hatte. Und ich glaube dann gegen Hannover oder so war es, wo es andersherum war, dass der Sané da reingerutscht ist und auch die Hand irgendwo hier hatte und da gab es keinen Elfmeter. Und da bin ich ganz, also da hätte ich ganz einfach eine Lösung für. Und zwar ist ja dieser Videoschiedsrichter in Köln. Wenn da 5 Leute unabhängig voneinander sitzen und dann drücken müssen, Elfer oder nicht, oder der Schiri hat jetzt korrekt entschieden oder falsch. Das heißt, es kann erstens nur eine ungerade Wahl geben, das heißt 3-2. Dann kann man immer auch sagen, Schiedsrichter XY hat dafür entschieden, Schiedsrichter Z hat dafür entschieden und somit hat eine Mehrheit dafür gestimmt, dass es ein Elfmeter war. Und nicht, oh, Regelauslegung und hin und her, das macht doch keinen Sinn. Also das ist meine Meinung. Handy geklingelt. Ich glaube, das ganze Problem, was die Sache eigentlich so groß macht, ist einfach, dass im Fußball mittlerweile einfach zu viel Geld steckt. Wenn man überlegt, wo oder für wie viel Geld die Leute mittlerweile transferiert werden, dann wirst du ja bekloppt. Wenn man an die Gehälter denkt, wenn man an die Prämien denkt und so weiter, dann ist das schon echt hart. Und ja, das ist halt vielleicht ein Stück weit der Grund, warum es so läuft. Natürlich muss die Sache gerecht sein, ob da jetzt 5 Euro drinstecken oder 50 Milliarden. Man sollte so gerecht wie möglich die Sache ablaufen lassen. Aber wie gesagt, mit dem Videoschiedsrichter, das läuft meiner Meinung nach absolut noch nicht richtig. Genauso sollte der Schiedsrichter selber die Möglichkeit haben, da drauf zu gucken, weil der hat die Sache ja auch selber gesehen. Wo ist das Problem? Ein scheiß Monitor. Ich habe 3 Stück hier in meinem Zimmer stehen. Vielleicht kann ich noch einen an die DFL abgeben. Aber wo ist das Problem, im Stadion so ein Ding aufzustellen, wo der Schiri das selber nochmal angucken kann? Das verstehe ich also auch noch nicht. Also ausgereift ist das bei weitem noch nicht und durchdacht haben die es glaube ich auch nicht, weil so schlecht wie das läuft, das ist, also ein Kindergartenkind hätte das besser geplant. Das ist meine Meinung und ich bin gespannt auf eure Meinung. Und dieses Video, diesen Vlog wollte ich jetzt mal dazu nutzen, um diese Debatte ein bisschen in unserer Community loszutreten. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wir sind gespannt auf eure Meinung. Ihr könnt auch gerne mal abstimmen, so wie der Videobeweis momentan ist. Ist er gut oder ist er schlecht? Oben in den Infokarten. Ich habe meine Wette gewonnen und mein Tipp ist fast eingetroffen. Also Dortmund hätte ja noch höher gewinnen können. Leverkusen an dem Tag erschreckend schwach meiner Meinung nach. Also da ging ja gar nichts. Und ja, tat ein bisschen leid, aber so ist Fußball nun mal. Die Dortmunder haben da endlich nochmal zelebriert. Und ich denke, das hat auch einige Leute da gefreut. Vor allem Sancho, wirklich überragender Kicker, was der für eine Technik hat. Der hat noch eine große Zukunft vor sich, wenn er an sich arbeitet. Genauso wie Pulisic, meiner Meinung nach auch einer der Besten. Und Marco Reus natürlich auch krass als Leader da auf dem Platz. Also man merkt seine Präsenz. Und ja, will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn noch Batshuayi fit gewesen wäre. Und die Dortmunder, finde ich, sowieso haben eine gute Truppe. Die Frage ist, was man daraus macht. Und ja. Aber jetzt geht's ja anscheinend für den Endspurt nochmal richtig los beim BVB. Bin mal gespannt. Und Leverkusen, ja, muss jetzt auch zittern, weil Hoffenheim von hinten angreift. Aber ich bin gespannt, wie es am Ende ausgehen wird. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank nochmal an Konami für die Einladung. Und wie gesagt, ich als Zuschauer bin von dem Videobeweis nicht überzeugt, weil es einfach nicht transparent genug ist. Und da sollte man schon die Möglichkeiten schaffen, da ja sowieso eine Leinwand im Bundesliga-Stadion vorhanden ist, dann sollte man da vielleicht auch mal die Szene zeigen. Meine Meinung. Und ja, ihr könnt eure in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns am Freitag wieder mit der Kreisliga. Haut rein, macht's gut und ciao.